Viele Rätsel haben wir gelöst, doch einige haben wir sie nicht gelöst. Zum Beispiel dieses Level hier, JPEG. Wir haben uns schwer getan, Spatendo und ich, und wir kamen immer noch nicht auf keine Lösung. Deswegen haben wir uns Detektiv Matti geholt. Das hast du äußerst korrekt zusammengefasst. Ich bin es. Detektiv Matti. Ja, wahrscheinlich. Und? Wer ist noch da? Ich bin da. Spatendo. Ja, als ob Spatendo auch noch am Start ist. Ja, Spatendo ist auch am Schlüssel. Ja. So, liebe Freunde, und wir spielen heute wieder Nordporn und ihr habt jetzt die Episode übelst gefeiert und habt uns schon ein paar Hinweise gegeben. So, Spatendo, sag uns mal, was wir machen müssen. Nach der letzten Episode direkt weitergespielt, weil ich so motiviert war, das Level noch zu beenden. Wahrscheinlich motiviert. Bin ich auf die richtige Lösung gekommen. Das hat ein paar Stunden gedauert. Level 9 habe ich noch nicht mal angefangen. Dann lass uns Level 8 jetzt lösen. Okay. Leute, eine Frage an Spatello. Ja. War dieser der Hinweis auf dem Seitenquellcode, ne? Da hat jemand auch schon in den Kommentaren geschrieben, dass das nicht Forschungsstudent ist, sondern Format. Hat das was mit dem Format JPEG zu tun? Also JPG. Das stimmt sogar. Ist das wirklich so? Ja, wir waren auf dem falschen Dampfer mit dem Forscher. Warte, ich habe den letzten Part habe ich nur zu drei Viertel geguckt. Ihr seid nicht darauf gekommen, dass das steht, dass das keine Band ist, sondern ein Format auf das JPEG-Format. Da seid ihr nicht drauf gekommen. Du hättest das Video zu Ende gucken müssen. Spatendo hat uns auf Forschungsstudent gebracht. Wenn man JPEG nämlich als Anagramm nimmt, dann heißt das nämlich JPEG. JPEG ist ein Name und so heißt ein Forschungsstudent. Aber scheinbar ist es ein Format, also JPEG, ja. JPG. Das habe ich nämlich, ja, das habe ich auch im Video gesagt. Aber, ja, aber da oben steht ja jetzt im Tab, sprich es aus. Ne? Was bedeutet das? Also, wie ist das Rätsel jetzt zu lösen? Ja, sprich es aus. Also, ja, keine Ahnung. Ja, JPEG. Also, JPEG. Ach so, jetzt verstehe ich das den Sinn dahinter. Ja, okay. Doch, Leute. Ja. Also, das Bild, das da in der Mitte mit der Gitarre ist, das heißt, der Screen 8a.jpg. Das ist das hier, ja. Ja. Musst du irgendwie ein Passwort eingeben oder wie ist das? Ja, wir müssen ein Passwort eingeben. Hier, die Gitarre. Mama, es hat schon wieder meinen zweiten Song formatiert. Spatendo, hast du dann auch eine Erklärung für Wasser zu Wein? Wasser zu Wein? Das habe ich überhaupt nicht gecheckt, dass das da steht. Moment, sprich es aus. Spatendo, hat das jetzt doch was mit der Band zu tun? Mit dem zweiten Song von dieser Band? Ihr seid ja so gut von alleine draufgekommen. Wasser zu Wein. Carla, Jesus. Ja, das habe hab ich auch Ich würde Wasser zu Wein, das ist ein ziemlich komischer Hinweis. Ich würde auf dieser Fehlermeldung da eher weiter eingehen oder da, wo man das Passwort eingeben muss. Dieser Hinweis meinst du? Ja. Hinweis. Wie wär's damit umformatiert? Weil da ist ja so ein Ungefähr-Ding. Aber wenn es ein Song ist, eine MP3 zu JPEG. Wir müssen die JPG zu einer MP3 umwandeln, richtig? Oder andersrum. Ja, mach doch einfach Benutzername, MP3, Passwort, JPG. Nee, hier dieses hier. Diese JPG muss man in eine MP3 umwandeln oder so. Tobi, du kannst doch ein Bild nicht in ein Audio umwandeln. Tobi, das Spiel lebt davon, dass man das ausprobieren muss. Ja, okay. Komm, gib einfach ein. Username, MP3, Passwort, JPG. Als ob das so einfach ist, Mann. Probier. Es verbindet. Der lädt, warte mal, der lädt gerade. Der lädt gerade? Nein, als ob das funktioniert, Mann. MP3, JPG. Ja. Okay, will er nicht machen, warum nicht? Ja, weil es falsch ist. Andersrum? MP3. Sind wir denn auf dem richtigen Weg, oder ist das auch falsch alles? Völlig falsch sind wir. Was ist denn mit dieser MP3 hier? Ja, klick doch mal drauf! Du kannst doch draufklicken! Da ist jetzt so, toll. Das hatten wir auch im letzten Part schon gehabt. Das habe ich rausgecuttet, weil das keinen Sinn ergeben hat. Ja, dann lad dir diese MP3 jetzt runter. So, ich höre die MP3. Hört ihr die? Nein. Das ist das Geräusch, was an dem Bild vorkommt. Da steht ja Mama... Und so zweiter Song, nicht erster. Genau. Ja, okay, dann müssen wir wohl den zweiten Song wählen. Hallo, lad doch mal bitte. Aber ihr seid ja schon richtig weit gekommen. Da fehlt noch ein entscheidender Schritt. Ja, wir müssen es ja umformatieren. Ja, Tobi, genau. Deswegen lädt er auch nicht, oder? Ja, dann formatier das zu einem Bild um, zu einer JPG. Also aus MP3 auf JPG schreiben. Genau, und da unten machst du aus MP3 JPG. Uff, ja. Und öffnest das. Okay. Ja! Ja! Ist ja komplett verdammt! Oh mein Gott! Spiel. Alter, Leute, wie soll auch sowas kommen, ey? Ja, ist. Hä, das ist so schwer war das doch gar nicht. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? 5 Minuten. Ja, und jetzt, Spatendo und wir haben uns mit Forschungsstudent ausgearbeitet. Ja, das war auch richtig der falsche Weg. Egal, invertieren. Ja, ist ein Format, das steht. Ist ja Level 10 hieß das, ne? Ist ein Vor- und dann 3 Punkte. Und die 3 Punkte stehen natürlich für Emma. Yeah! Weiter geht's. Tränen unter Johns imaginären Noten. Ja, das ist ganz klar John Lennon Imagine, das Lied. Der Teufel war da und nahm ihn mit in sein Land. Das ja, ist das ist ja klar. Was ist das Passwort? Ah, jetzt? Man muss auf Level 9 klicken, um das Passwort ja, einzugeben. Ja, so Tobi, du siehst erstmal schon mal, guck, warte. Also, Leute, hier steht spannend. Wieso ja, steht das unten, so komisch aus? Mann, jetzt hör mir noch mal zu. Nö. Unten steht Tränen unter Johns imaginären Noten. Das ist also John Lennon.
nennen. Und ja, oben steht klar. Paul ist tot, das ist Paul McCartney. Das heißt, es geht um die Beatles. Wo steht Paul ist tot? Das ist die URL, du Lappen. Ah ja, da. Der Teufel war da und nahm ihn mit in sein Land. Das kann ich nicht deuten, weil ich leider nur wenige Beatles-Songs kenne. Dann ist das wahrscheinlich ein Song von denen. Warte, erstmal Quellcode. Das Wichtigste erstmal vorweg. Hier steht aber nichts von irgendwie hinweismäßig. Hier sind keine Hinweise versteckt. Wartet mal. Doch, wartet. Seht ihr dieses hier? Dieses Sparen, dieses hier? Ja, was heißt's denn? Du bist der Informatiker hier. Nee, aber wenn wir auf dieses hier gehen, auf die 9, da steht doch hier Sparen nennt. Ja, das stimmt. Ach so, ja, da einfach alles dazwischen schreiben. Was dazwischen ist, einfach reinschreiben. Ja, Tränen. Siehst du das hier, das T? Ja. Dann das hier, Tränen. Ist ja mega easy hier, was ist da los? Was steht da hier? Tränen. Ach, und her. Ja, das ist genau der Text, der da steht im Bild, Tobi. Aber es geht eben darum, dass du nicht den ganzen Text reinschreibst. Das T, meinst du zum Beispiel? Ja, denke ich mal, weil da fängt ja Span an und endet dann dahinter. Tour. Ist mega. Tournimeo. Glaube ich. Turn me on. Ah, turning me on. Ja, mit der ersten Zeile bin ich fertig. Also, wo hast du das denn jetzt gelesen? Diese Zwischenbuchstaben nur, ne? Ja, das sind Zwischenbuchstaben. Immer wenn ein Span aufgeht und dann ein Span beendet wird. Jetzt ist ein D, dann ein E, D, dann ein A. Dead wahrscheinlich, ne? Dead. Dead. Turn me on, Dead. Turn me on, Dead Man. Oh mein Gott, wie tricky ist das, ey? Ein Turn me on, Dead Man. Das ist halt die Verschwörungstheorie, dass Paul McCartney eigentlich tot ist und ein Double seinen Platz eingenommen hat. Das ist ja so eine altbekannte Verschwörungstheorie. Die Worte Number 9 Revolution 9 klingen rückwärts etwa wie Turn me on, Dead Man. Und wir sehen, der Titel von der Nordfront-Seite ist Revolution. Seht ihr? Ja. Das ist halt Level 9. Number 9. Ja. Revolution Number 9. Ja. Coincidence? I think not. Ja, was glaubst du denn, was muss jetzt als Passwort und als Benutzername reingeschrieben werden? Ist natürlich schlau, dass da dann Span und dann das N und dann steht da AND. Ne? Also, voll der gute Hinweis. Probieren wir einfach Turn Me On Dead Man und Paul McCartney oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich mach Turn Me On Dead Man. Yo! Was? Ja! It's off! So einfach? Digga, was? Ist ja mega easy, Mann! Nice. Detektiv Matti schreitet zum Einsatz. Ohne Witz, Matthias, ohne dich wären wir beide jetzt voll aufgeschmissen gewesen. Ey. Ja, als ob ihr da nicht drauf gekommen wärt. Nee, ohne Witz, ich glaube, wir hätten da mega lange gebraucht. Aber jetzt kommt Level. Was ist das? 10? Okay. Jetzt gehen wir Reihe nach durch. Ungeduldig steht hier oben im Tab. So, das heißt Grummel. Das heißt, wir werden erstmal ungeduldig sein, weil wir das nicht finden. Auf den Ring muss man klicken. Passworträtsel wie immer. Ach, Name plus PW. Passwort. Name plus Passwort. Das hat bestimmt was mit deinem Seitenquelltext zu tun. Schnell, lass mich nicht warten. Was Sie hören, steht hier unten. Ja, System 32, das .exe kann aufnehmen, was Sie hören. Seht ihr irgendwo dieses PW als Abkürzung oder so? Nö. Okay, das wird jetzt ein bisschen trickiger. Also das führt auf jeden Fall zu einer Seite, die mystisch heißt, mystisch.htm. Also wir haben hier oben den Tab, da steht ungeduldig. Was soll denn ungeduldig jetzt bedeuten? Schneller irgendwie sowas. Genau. Guck mal auf deinen System 32 Ordner und ich klicke auf diese Echse und guck, was sie hören. So, und da gehst du jetzt auf System 32. Es dauert ein bisschen, bis der geladen hat, weil der Ordner riesig groß ist. Hier bitte nichts verändern, weil sonst dein Laptop abkackt. So wie bei PewDiePie. Genau, wie PewDiePie bei Cinnamon Toast Ken. Hä, ist das realistisch denn? Ja, natürlich. Hä, ich dachte, das wäre fake. Nein, das ist echt. Also ich sehe nirgendwo diesen Ordner, der ja angeblich hier sein soll. Siehst du den? Ja, du musst einfach weitersuchen. Probier das doch zu kopieren und oben in die URL-Leiste vom Windows Explorer einzugeben. Genau da. Dann schau ich mal, ob das funktioniert. Geht nicht. Ja, locker muss man einfach nur auf dieser Seite sein und einfach nur warten. Und dann bekommt man das schon irgendwie gesagt. Yeah. Ja, es gibt auch diese Rätsel, wo man auf dem Bild warten muss sozusagen und dann kommt das schon automatisch. Diverse. Warte mal. Ja. Nee, warte mal kurz, ich höre gerade den Sound. Das hört sich anders an, ne? Das ist Moose 3 und nicht sonst 2, ne? Ja, der hört sich echt komisch an. Wenn er sich anders anhört, Tobi, jetzt ganz ohne Witz, geh nochmal auf den Quellcode. Ja, der ist voll gruselig, ey. Ich guck mal auf den Quellcode. Seht ihr das? Da steht dieses Autoplay. Kann aufnehmen, was sie hören da unten, ne? Ja. Steht doch Soundrack 32.exe. Das ist der Audiorekorder, den gibt's bei Windows 10 nicht mehr. Der alte Audiorekorder von früher, erinnert ihr euch? Der Windows Soundrecorder? Lad dir die MP3 mal runter und zieh die irgendwie in Sony Vegas oder so. Ja. Zieh die Audiodatei in Vegas und guck, ob du die irgendwie vorspulen kannst oder. Mann. Ja, zoom mal ein bisschen drauf. So, ich spiel's jetzt ab. Ja, nee, wir können's nicht hören. Ja, ich spiel's ab und höre eben, warte. Ja, das sieht doch stark danach aus, dass man's rückwärts abspielen kann, oder? Ich höre ein Rauschen. Alter, das klingt wirklich so, wie wenn das. Ich krieg ja voll Gänsehaut, was? Alter. Das klingt. Das ich freu mich auf den Part, dann kann das, ich das auch. Das, ja, ich das auch. Klingt, das klingt wie wenn das zusammen auseinandergezogen ist. Okay, ja, dann spielst du ab. Das hört sich aber ganz tief an. Nee, ich muss es hochpitchen wahrscheinlich. Ja, Tobi, siehst du das auch? Papa ist auf Skype online. Dauer beibehalten, einfach höher ziehen, ne? Ja.
Alter, das funktioniert, warte. Das ist gruselig. Was hörst du denn, Bro? Ja, warte. Das ist irgendeine Stimme, die irgendwas sagt. Ja, dann sagt sie wahrscheinlich das Passwort, ne? Alter, das klingt wirklich mega gruselig. Ich wünschte, ihr könnt das hören, weil ich möchte das nicht alleine eigentlich hören hier. Hä? Das hört sich irgendwie gar nichts an. Oder sind die Stimmen wir beide? Wahrscheinlich. Hä? Ihr denkt, dass ich denke, dass das ist Geräusche von... Aber ja, okay. Hä, das macht aber keinen Sinn. Warte, ich muss es noch langsamer machen. Ja, ich muss es auch rückwärts abspielen, Genius. Ja, Rechtsklick, rückwärts abspielen. Da, weiter, zwei weiter oben. Da. Ja. Graue Welt. Graue Welt. Graue Welt, sagt er. Was? Er sagt graue Welt. Oh dann mein ist Gott. Wahrscheinlich graue das eine und das andere ist Welt. Graue. Oh, Alter. Ich krieg gar keine Gänsehaut. Welt. Jo! Hab ich doch gesagt, Sound Recording. Alter Schwede! Alter, vertraut auf meine 90er-Jahres-Skills. Alter, ja, das wie wäre ich da zum Beispiel draufgekommen? Never ever wäre man da draufgekommen. Was sagst du, aus 2002 ist das Spiel, weil genau in der Zeit haben Tobi und ich immer mit dem Sound Recorder rumgespielt. Genau in der Zeit wurde ich geboren. Aber einen schaffen wir noch, oder? Ja, easy. Seiner Zeit voraus. Ja? Was kriege ich, wenn man hier drauf geht, steht hier Follow... the truth. Folge der Wahrheit. Und wo ist Platano jetzt hin, oder wo ist er? Platano ist gestorben. Hier, wenn man auf die Sonne klickt, auf das Licht klickt, Sonne sag ich schon, steht hier Follow the truth. Das ist noch ein Hinweis. Was habt ihr rausgefunden? Noch gar nichts. Moose3.mp3, also nicht Moose 2. Moose 3 ist dieser Audio mit dem, was rückwärts abgespielt und so. Dann sind hier 1000 Leerzeilen, also... Ah, guck mal, leo.org, ja, es ist back. Warte. Es ist back. Der Rest des Rätsels wird in Englisch sein. Aber keine Angst, es werden keine großen Englischkenntnisse benötigt. Ja, ich sag's doch, Mann. Nur leo.org, Alter. Nein, die bezahlen mir nix. Und mir übrigens auch nicht. Ich mach da zwar... du sollst einfach nur die Wörter auf Deutsch übersetzen. Geh also auf seiner Zeit voraus. Also schreib's jetzt Folge der Wahrheit. Fertig. Folge der Wahrheit. Folge der Wahrheit. Easy, nächste Runde oder was? Es lädt. Wartet eben. Ja, das war ja komplett einfach. Wenn es mal laden würde, ich glaube, das war falsch. Wie wär's denn, wenn du seinerzeit voraus auf Englisch übersetzt und Follow the Truth auf Deutsch? Ahead of its time und dann Folge der Wahrheit. Of the times. Halt. Oder halt dann gleich andersrum. The times. Ich muss auch wirklich darauf aufpassen. Das funktioniert auch nicht. Das war wohl zu einfach gedacht. Ja. Yeah. Dann kannst du es ja eigentlich auch googeln, oder nicht? Was die Lösung ist. Nein, das wäre viel Spaß. Ja, du googelst das ja jetzt. Yeah. Was soll ich googeln? Ja, das ist die Lösung. Gibt's im Internet? Ja, natürlich gibt's das im Internet, deswegen schreiben wir auch mal minus Notport, damit alles aussortiert wird. Doch, das hat er extra gesagt, ne? Ach ja, richtig. Okay. Tobi, geh mal nochmal in den Quelltext, bitte. Ja, hast du jetzt die Lösung gegoogelt? Nein, geh mal bitte auf den Quelltext. Ich will erstmal gucken. Wir hatten vorhin die MP3, die war aber bei allen anderen Levels hieß das Moose2.mp3. Jetzt ist das Moose 3. Ja, Moose 3 war auch schon gerade. Ja. Ja, dann klick doch drauf, lad das runter, hörst dir an und guck, ob es wieder ist. Nein, Moose 3 hatten wir ja gerade schon, das war dieses graue Welt, oder wie das hieß. Lad es doch trotzdem runter. Warum soll ich das tun? Ich hab's doch auf dem Desktop liegen, Mann. Ja, ja, guck mal, das sieht sogar genau gleich aus. Ach, das ist dann dasselbe, okay, gut. Da ist nicht JPG. Ich glaube, da steht noch mehr. Mich irritiert zum Beispiel, dass da diese 1000 Leerzeilen sind, von 13 bis 29. Mich auch. Oh. Ja, das wird er doch nicht ohne Grund genommen haben, oder? Warum ausgerechnet so dieses Bild zu essen? Aber die anderen Bilder zu den Rätseln waren jetzt auch nicht gerade so passend. Achso. Nee, ja, war okay. Es noch nicht. Geh mal zurück. Ja, hier ist ein Ofen, da ist eine Glühbirne, die macht das alles heiß. Und hier ist ein Ofen. Essen. Da ist noch ein Ofen. Da ist ein Ofen drin. Ofenzäpfchen. Hä, was genau machst du denn jetzt gerade? Probieren. Ja, was denn? Zeug. Warte. Wie Level 12? Nein, Level 12 ist das nächste Level, das ist Level 11. Ja, aber warte. Das ist ein Lied. Ahead of its time, das ist ein Lied. Warte mal, geh mal nochmal auf den Quelltext, weil es Platano gesagt hat, dass wegen 11 und 12. Siehst du das? Ja. Das Bild heißt screen12.jpg. Warum heißt das screen 12, wenn das Level 11 ist? Weiß ich auch nicht, irgendwo gab's. Level 12 ist. Kopier mal den Source-Link davon und ändere die 12 zu einer 11. Link in neuem Tab öffnen. Und so, jetzt machst du aus der 12 eine 11, bitte. Weil das ist ja jetzt bei jedem Level die passende Zahl gewesen. 8 Name, Punkt P plus Passwort. Ja, das hatten wir ja eben schon. Ja, was war das nochmal? Gib mal ein. Was war das? Graue Welt. Ja, was ist denn das? Hä? Ja, Matti, du hast ja gegoogelt. Ich hab nichts gegoogelt. Was soll ich denn googeln? Aber das ist doch logisch, wenn das Screen 12 steht, aber wir in Level 11 sind.
Ja, aber warte, was hat das denn mit Follow the Truth zu tun? Da steht doch ein Wort. Weil wir der eigentlichen Wahrheit, guck mal, weil wir der Wahrheit nachgehen sollen. Wir sollen den eigentlichen Weg einschlagen. Jetzt sind wir hier auf diesem Bild gelandet, ja. Nicht mehr auf diesem. Deswegen Follow the Truth. Ja, warte, du musst dann die Wörter eingeben, die beiden Schimpfwörter, die da stehen. Toll, wieso muss ich jetzt sowas auch aufschreiben? Ich fühle mich schuldig. Guilty. Du schaffst es. Yay! Yeah. Sag ich doch, klick doch einfach. Easy going, du Freund. Ich bin da ganz alleine drauf gekommen. Ja, Tobi, das Ding ist einfach, du musst auf die Details im Quelltext achten. So diese kleinen Unscheinheiten. Ja, ja, okay. So, liebe Freunde, wenn es dir bis hierhin gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen rum freuen. Denn wir haben wie viele Level heute geschafft? 3 Stück. Ich bedanke mich natürlich an Matthias und an Spatenno, die beide hilfreich geholfen haben. Vor allem Matthias, der hat die Runde übelst rasiert und wahrscheinlich gegoogelt. Aber egal. Alter. Das ist jetzt der Insider. Ja, glaubt das einfach weiter. Schreibt jetzt alle in die Kommentare. Hashtag Matti googelt. Ja, ist mir auch alles egal. Also, wie euch dieses Video gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben. Und ihr könnt natürlich die beiden in der Videobeschreibung abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Also, ich wollte ja nur anmerken, dass ich gerade... alles klar. Ciao, bis zum nächsten Part. Und ihr wollt kein Ciao sagen?